Nein, das hier ist kein verspäteter Halloween-Gag. Die 1860 München-Profi Stefan Ortega, Christoph Schindler und Moritz Volz tragen für die Aktion Movember ab sofort Oberlippenbärte. Hintergrund? Den ganzen November über wollen sie so ein Bewusstsein schaffen für ein ernstes Thema. Es geht darum, zum einen aufmerksam zu machen auf typische Männerkrankheiten wie Prostatakrebs vor allem in erster Linie. Darauf aufmerksam zu machen, dass das vermehrt auftritt, dass es wichtig ist, dort auch das am besten früh zu erkennen. Die Aktion ist natürlich sehr effektiv, dadurch, dass es so auffällig ist, weil Schnurrbart eben nicht mehr Mainstream ist. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, der uns in den nächsten Wochen sieht, darüber schmunzeln wird. Und so hat das dann auch nochmal einen positiven Effekt, wenn man Leuten Lächeln aufs Gesicht bringt. Mit Humor gegen Männerkrankheiten. Am Ende des Monats spenden die drei dann für die Aktion, die weltweit bisher über 400 Millionen Euro gesammelt hat.